Money! Money für meinen Sack. Gib her. Aber sowas von. Oh ja, du hast dir deinen Eiswürfel redlich verdient. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja, wir sind beim letzten Mal hier in dieser neuen Umgebung hier angelangt. Haben da hier schon so drei Geistermädels kennengelernt, die wir auch hier beim Durchgucken nochmal gesehen haben. Die sind jetzt natürlich schon weg. Schade, schade, Schokolade. Aber wir müssen sowieso erstmal hier links durch diese Tür, die ursprünglich versteckt war. Ich bin mal gespannt, was uns dort erwarten wird. Erstmal alles saugen. Ob hier da nicht auch... Ach, egal. Ach, war das etwa vom Bett so ein Ding oder wie? Okay. Okay. Was? Fies, Mann. Gibt's hier was? Oh, Money. Her mit dem Money. Das will ich gleich in einen gewissen Geldsack packen. Und dann bin ich McMoney-Sack, sozusagen. Nicht? Ah, dann halt nicht. Huch. Witzige Idee. Was bringt das mir? Oha! Und jetzt kommt her, so. Macht es Sinn, dass mein Dreckwerk jetzt dann Geld ausspuckt, um es dann wieder zu ersaugen? Also Schreckweg, nicht Dreckweg. Ich weiß ja nicht. Aber gut, das ist wahrscheinlich so eine Standardfunktion vom Schreckweg. Alles, was nicht erwartet wird, wird wieder ausgespuckt. Aber wieso kann ich es denn überhaupt einsaugen? Woher weiß denn der Dreckweg, wann es erwartet wird und wann nicht? Und was mir auch geschrieben wurde hier, ich leuchte wohl viel zu selten mit diesem Ding hier rum. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe tatsächlich auch schon versucht, mich zu verbessern. Also ich glaube, man hat es auch ein bisschen gemerkt im Vergleich zum Anfang vom Let's Play. Aber es ist trotzdem noch viel zu wenig. Und was bringt das hier? Okay. Cool. Bisschen creepy und verrückt, aber cool. Ja, falls wir da Leben verloren hätten, okay. Jetzt will ich doch gerade mal die Karte checken. Nach links geht es. Ja, dann komm. Nach oben kommen wir auch über links. Hä? Was? Ist ja witzig. Muss die jetzt alle finden und anmachen, okay? Sehr witzige Idee. Finde ich cool. Gefällt mir. Taugt mir. Doch, taugt mir sehr. Bütchenchen. Und das letzte. Money! Money für meinen Sack. Gib her.
Aber sowas von. Oh ja, du hast dir deinen Eiswürfel redlich verdient. Wow, 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 wow. Ey, ich wollte gerade wegpo. Als ob das so eine große Explosion hat. Dies ist doch Betrug. Aber nette Porträts hier. Kann ich hier? Ach so, ne. Bye, bye. Ich wollte gerade Ego-Sicht gehen, aber. Das wäre noch cool, wenn das irgendwie gehen würde, Ego-Sicht. Aber. Da weiß er so wenig Rat, da schreit er schon nach Mario. Okay. Also mit solchen Bildern habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein weißer Hase, sind wir jetzt hier bei Alice im Wunderland. Und bevor ich hier weitermache, fällt mir ein. Es wurde mir doch geschrieben. Leucht mehr mit dem Ding hier rum. Ja? Dann machen wir das auch. Aber hier scheint es nichts zu geben. Wollte ich nur eben erleben und nachprüfen. Haha! Da habe ich mein Leben wieder. Okay. Mit der Spinne habe ich nicht gerechnet gehabt. Nö, nö. Die hat mich überrascht. So ziemlich hat die mich überrascht. Hallo? Ich will den. Geht doch. Kommt man an den da auch noch irgendwie ran? Nee? Schade. Den lassen wir mal. Ich will jetzt lieber mal hier gucken, was geht hier. Aha. Bup. Nur Money. Schade eigentlich. Aber was soll's. Okidoki. Gibt's hier noch einen zweiten Zieher für das andere Bild oder so? Nee? Nichts? Okay. Ja, aber nett. Oh. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Müsst ihr mir glauben, das wollte ich wirklich nicht. Okay. Auch nicht. Interessant, wie kriegt man die da oben denn? Ey, fies Mann! Ey, was soll denn der Dreck? Das schafft man doch nie und nimmer, den fertig zu leuchten. Keine Chance. Vergiss es. Vergiss es, ich brauche jetzt erstmal Leben. Irgendwo wird es schon Leben geben. Und wenn ich dafür erstmal... Ah! It's a prank. Woanders hin muss wieder. Irgendwo wird es schon Leben geben. Hier zum Beispiel. Ich meine, so kann man Stockwerk auch wechseln und wieder hingehen. Ist ja dann auch nicht das Problem. Wupp, wupp, wupp. Noch mehr Leben. Aber wie soll man den denn schaffen? Das geht doch nicht.
Es sei denn, man kann ihn vielleicht betäuben. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber das ist ja richtig fies, Mann. Richtig, richtig fies, Mann. So. Jetzt friss. Meine Güte. So. Na, was machst du jetzt, du blödes Ding, hm? Dich vermöbeln lassen, würde ich sagen. Mistvieh. Da-da-dum. So, und was bringt das hier jetzt? Was ich ja eigentlich checken wollte? Na also. Aber nur das erste, okay. Let's go. Okay, ich sehe hier doch schon eine neue Rätselart auf uns zukommen. Dass man hier irgendwie seine Schwerkraft ändern kann. Coole Idee. Mir kam es doch gleich spanisch vor. Und dabei hatte ich das nie. Aber ja. Gut, vielleicht kam es mir dann auch griechisch vor. Es macht bei mir nicht allzu viel Unterschied. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Spanisch, Griechisch, ist für mich alles Italienisch. Na gut, gibt's hier noch irgendwie was und was? Oh. Was bringt das, hm? Echt nur das? Sehr enttäuschend. Ich wollte es testen. Und wenn ich... Hier? Okay. Okidoki. Ich brauche einen Schlüssel. Nichts da. Schade. Ah, Moment mal, da sehe ich doch was. Ja, und wieso jetzt? Was soll das jetzt bringen? Ah, ich habe eine Idee. So. Bye bye. Okay. Das geht doch, meine Güte, war ja klar. Ich mein, was, wozu schiebt sich das sonst nach rechts, wenn da nichts ist, hm? Ist ganz logisch. Da muss irgendwas sein. Das war die einzige Option, die wir in dem Raum hatten. Bei dem Fisch muss ich jetzt irgendwie an ein gewisses Liedchen denken. Und zwar wegen dem netten Fisch, der in Deponia 2 an der Bar hing.
und dann rumgedrellert hat. Edna bricht aus. Ja. Habe ich dich. Schön, wie er seine Mütze gezückt hat. Ja, doch der Tipp von Zani kam gerade zur rechten Zeit. Ich hätte hier sonst alt ausgesehen. Ja. Aber na gut. Besser alt aussehen, als sich alt fühlen, nicht wahr? Wobei manchmal fühle ich mich vielleicht auch ein bisschen alt, aber na gut. Let's go. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir im nächsten Part hier nach rechts gehen, soll es das nämlich für diesen hier erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, Let's Play Luigi's Mansion 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.